Donaukanal. Jakob Buchinger macht seit 3 Jahren seine Konditorausbildung in einem großen Betrieb. Doch plötzlich ist alles anders. Die Pandemie macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Dann kam Corona. Im ersten Lockdown waren wir noch eben komplett zu Hause. Da wusste eben noch keiner, was eben abgeht und wie es jetzt läuft und so. Dann waren wir auch eben nur ein paar Mal im Betrieb, aber dadurch, dass eben auch nicht viele Leute generell im Haus waren, hatten wir halt nichts zu tun und sind halt viel rumgestanden. Damit Lehrlinge wie Jakob nicht den Anschluss verlieren, hat die Stadt Wien zusammen mit Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer ein Projekt ins Leben gerufen. Die Jugendlichen können in einer überbetrieblichen Lehrwerkstatt weiterlernen. Die Kosten werden vom WAF, das ist der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsfonds, dem AMS und der Stadt Wien übernommen. Für Jakob, der kurz davor steht, seine Lehre zu beenden, ist das eine große Chance. 1 bis 2 Tage sind wir dann immer eben hier in der Küche und backen alle möglichen Sachen. Bis vorige Woche war auch noch ein veganer Sternenkoch da, der mit uns alle möglichen Sachen ausprobiert hat. Das war auch cool zu sehen. Auch für Tia Kevin Ruth ist der Traum einer Lehre im traditionsreichen Wiener Café Zentral bald zu Ende. Ich war circa 1 Monat im Normalbetrieb, wo wirklich viel los bei uns war. Bei uns haben wir immer Schlangen. Und ab März habe ich dann aufgehört und ich habe dann erst wieder im September begonnen. Und es war am Anfang wirklich mühsam, weil eben keine Gäste gekommen sind und wir waren sehr viele Angestellte dort. Ich habe am Anfang schon irgendwie Angst gehabt, dass ich meine Lehrstelle verliere. Das Ding ist aber, dass wir Lehrlinge einen Kündigungsschutz haben, also wir dürfen nicht gekündigt werden, außer halt die Betriebe sperren komplett zu. Und es war dann halt auch so, dass bei uns viele gekündigt worden sind, die auch schon sehr lange im Betrieb waren. Und das hat mir halt auch leid getan für die. Nach der Unterbrechung kann auch sie beim sogenannten Corona-Wien-Ausbildungsverbund weiterlernen. Die Organisatorin des Projekts ist froh, wenn sie sieht, wie die Auszubildenden langsam wieder Mut fassen. Es fehlt ihnen mittlerweile ein Jahr. So lange dauert es halt schon und sie werden frustrierter und unmotivierter. Und deshalb ist unser Projekt ein kleiner Lichtstrahl. Die Direktorin des Hotel Bellevue, das zusammen mit dem Hotel Intercontinental als Ausbildungsstätte für die Lehrlinge dient, sieht auch Positives an der jetzigen Situation. Es ist halt jetzt auch Zeit für Fragen, weil sie nicht direkt am Gast sind. Ja. Die dürfen Fehler machen, die werden korrigiert. Es ist vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle genommen, die Nervosität, vor allem für die ganz Jungen, die erst im ersten Lehrjahr sind. Jakob Buchinger versucht, das Beste aus seiner Situation zu machen. Auch wenn jetzt für ihn alles anders ist und er seine Lehre nicht in seinem angestammten Betrieb beenden kann. Wäre halt schön gewesen, aber ja, kann man auch nicht ändern. Ich bin so ein Mensch, ich sag dann, lass mal die Vergangenheit und schauen, dass es in der Zukunft trotzdem gut weitergeht. Eine soziale Geldanlage, die Jobs schafft, insbesondere für Frauen in den Ländern des globalen Südens, ist mir sympathisch. Eukocredit bietet hier Hilfe zur Selbsthilfe. Und das finde ich fair. Eukocredit. Geld, das dem Leben dient. Seit 45 Jahren. Diesmal auf der Bühne der Donaukanal-Pop-Up-Konzerte sind Flaco de Neria und Sandra de la Chispa. Die beiden Flamenco-Profis präsentieren Traditionals aus ihrer andalusischen Heimat. Die Donaukanal-Pop-Up-Konzerte, immer um 20:30. Sie heißen Minda, Migu, Maru und Mandara und sind so knuffig weich, wie sie aussehen. Michaela Panzenböck züchtet Dokis, sogenannte Tibet-Mastiffs im Bezirk Baden. Langsam ist sie vor einigen Jahren in die Hundezucht hineingewachsen. Nachdem wir da so abgelegen sind, haben wir einen Wachhund gesucht und dann haben wir unser erstes Mädchen aus Holland geholt. Und es war einfach ein Familienhund.
Und nach 2 Jahren ist dann der Rasseclub an uns herangetreten und hat eben gesagt, man hätte vielleicht doch einmal eine Ausstellung wollen oder mal züchten oder so. War alles weit weg für uns und irgendwo hat sich diese Idee halt einmal festgesetzt und gesagt, na gut, einen Wurf. Ja. Dann haben wir aus dem einen Wurf einen Rüden behalten und das Jahr drauf haben wir dann noch ein Mädchen geholt aus Polen. Und dann haben wir noch einen Wurf gemacht. Ja, und so haben wir mittlerweile jetzt 20 Jahre Dokis und immer wieder Hunde und Welpen und ja. Diese Hunderasse ist ursprünglich im Himalaya-Gebiet als Hüte- und Wachhund eingesetzt worden und gilt als eine der ältesten Hunderassen der Welt. Die großen und kräftigen Dokis brauchen daher viel Platz. Zum einen wegen ihrer körperlichen Größe, aber auch wegen ihrer charakterlichen. Du wirst sie nie so abrichten können halt wie Gebrauchshunde. Sie sind halt wirklich zum Wachen gezüchtet worden. Und das kennen sie, das brauchst du dann nicht lernen, dafür sind sie geeignet. Also das ist wirklich Erneres, wobei man jetzt, nachdem die Rasse eigentlich sehr sozialisiert worden ist, ideal als Familienhunde sind. Aber man muss sie halt in ihrem Naturell lassen, so geht es einmal. Also man könnte sie nicht in einer Reihenhaussiedlung oder so, das wäre nicht möglich. Sie brauchen Platz, sie brauchen Garten, sie müssen schon dementsprechend gehalten werden. Auch wenn die Welpen besonders niedlich aussehen, bekommt nicht jeder Interessierte einen Doki von der Familie Panzenböck. Es gibt lange Wartezeiten und Anmeldelisten. Wenn jetzt wer kommt, wo die Hunde überhaupt keinen Zugang dazu hätten, dann wird der für mich auch als potenzieller Käufer ausscheiden. Ja, weil das nicht funktioniert. Wenn die Hunde kein gutes Gefühl haben, dann hätte ich es auch nicht. Er ist kein Anfängerhund. Man braucht Hundeerfahrung und auch Leute, die halt einen starken Willen haben, die sich da durchsetzen können. Weil sonst würden die das sofort herauskriegen und dann sind sie die Chefs und dann wird es Probleme geben. Hund und Halter müssen einander verstehen. Das ist eben wie bei den Menschen. Der Doki ist allerdings ein sehr treuer, intelligenter, ruhiger, feinfühliger, aber unabhängiger Hund. Und er ist charakterstark. Also eigentlich merkt man es schon von Anfang an. Du siehst, wer ist der Erste bei der Zitze, wer ist der Stärkste, wer verdrängt. Da sind einmal die ersten Prioritäten gesetzt. Ja? Und dann so ab 4, 5 Wochen siehst du auch den Charakter von dem Hund. Und dann siehst du, wer agiert wie, wer ist in der Früh der Erste am Tor, wer rafft immer mit den anderen, wer rangelt, wer gewinnt, wer bellt. Also das siehst du schon, es gibt immer ruhige, also die A- und die B-Hunde, sage ich immer, und die A-Hunde sind immer vorderster Front und die sind halt wirklich nicht für jedermann geeignet. Der Tibeter, ob groß oder noch ganz klein, besitzt zudem ein ausgeprägtes Gedächtnis, eine besondere Beobachtungsgabe und auch eine unerschütterliche Sturheit. Für Michaela Panzenböck ist die Rasse deshalb auch etwas ganz Besonderes. Von Anfang an. Es ist jedes Mal hat das Wundergeburt wirklich ganz was Besonderes. Es ist sehr anstrengend, aber einfach emotional für uns jedes Mal wieder ein Wahnsinn. Also muss ich schon ehrlich sagen. Also das ist wirklich super schön, wenn du siehst, wenn die auf die Welt kommen. Jetzt und in 2 Wochen, was sie gelernt haben, ja, die machen die Augen auf in 2 Wochen, sie kennen, sie bewegen. Also das ist echt total schön, wenn du siehst, halt wieder aufwachsen und dann, wie viel Freude halt die neuen Leute damit haben, dass du siehst, die sind wirklich schon, jeder zählt die Tage, bis er seinen Hund kriegt. Also das ist schon sehr schön. Minda, Migo, Maya und der Rest der flauschigen Bande ist mit 8 Wochen bereits vergeben und wartet auf ihre neuen Familien. Kein Welpe verlässt das Haus der Familie Panzenböck allerdings ohne Schutzvertrag. Der zielt auf das Wohl der Hunde ab und regelt ganz genau, was und wie der Hund am besten gehalten wird. Die neuen Hundeeltern verpflichten sich darin zum Beispiel, regelmäßig über das Befinden ihres Lieblings zu berichten. Sie werden ein schönes Leben haben. Das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Niki, bist du wach? Zieh dein Hemd aus. Ah! Niki, oh Niklaus, haben wir uns so lange voreinander versteckt? Waren wir die ganze Zeit schüchtern? Das Stadttheater Mödling lässt die Puppen tanzen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit Avenue Q holt das Ensemble die Sesamstraße für Erwachsene in der österreichischen Erstaufführung von Broadway New Yorks direkt nach Mödling. Avenue Q ist die Suche nach der Bestimmung im Leben. Und da wird eine unserer Hauptfiguren, der Princeton,
leider nicht so fündig, wie er geglaubt hat. Das Stück ist eine Mischform aus Puppentheater und Schauspiel. Für die DarstellerInnen diesmal also durchaus eine Herausforderung. Denn singen, tanzen, spielen und die Puppen dabei in einer selbstverständlichen Leichtigkeit zu führen, ist gar nicht so einfach. Richtig, weil es gibt natürlich das Broadway-Vorbild. Und dazu muss man sagen, die dieses Stück kreiert und erfunden haben, sind alles eigentlich singende Puppenspieler. Die haben nichts anderes in ihrem Leben vorher gelernt und gemacht, weil die kommen alle aus der Sesamstraße. Und für die ist es natürlich ein leichtes, ach, ich singe jetzt ein bisschen mit meiner Puppe und laufe über die Bühne. Natürlich ist es nicht so einfach, aber trotzdem haben die einen großen Vorlauf. Den hatten wir nicht. Der Vorteil ist, ich selber war lange Zeit bei Confetti TV und war dort auch Redakteur und Moderator, auch mit den Puppen sehr viel zusammen, unter anderem auch mit dem Stefan Gaugusch, dem Rolf Rüdiger, der ja auch Confetti erfunden hat. Und der hat uns natürlich ein bisschen geholfen und gecoacht und drüber geschaut. Es geht nicht um die großen Vorurteile, wie zum Beispiel die polnische Putzfrau, die uns unsere ganze Wohnung ausräumt, oder dass alle Albaner in gestohlenen Autos durch die Straßen fahren. Wir haben nur kleine Vorurteile, wie zum Beispiel der Inder, der seit 10 Jahren bei uns lebt und noch immer unsere gottverdammte Sprache nicht sprechen kann. Genau! Jeder ist ein bisschen rassistisch, auch du. Ja, jeder ist ein bisschen rassistisch, gib's zu. Also, wir haben gemerkt, dass zum normalen, zum Schauspielen, zum Singen, zum Tanzen, in dem Fall auch noch als vierte Dimension das Puppenspielen dazukommt. Was für die Konzentration sehr, sehr schwierig ist oder sehr, sehr große Aufgabe ist. Aber das ist das Tolle im Theater, dass man immer wieder was lernen kann. Also das heißt, hier haben die Schauspieler, so wie wir schon mal zum Beispiel ein Wrestling-Stück gemacht haben, wo alle 4 Monate lang Wrestling-Training betrieben haben, so haben hier die Schauspieler auch einen Crashkurs im Puppenspiel und dann natürlich 6 Wochen Proben mit den Puppen gehabt. Spannend dabei ist, dass die Augen der ZuseherInnen nicht zuallererst auf den DarstellerInnen, sondern auf den Puppen liegen, die hier eindeutig die wahren Helden der Bühne sind. Das passiert, jetzt darf ich antworten? Ja, gut. Also, das passiert automatisch, weil sobald die Puppe spricht und sich bewegt, ist das Augenmerk und der Fokus sofort auf der Puppe. Also, man kommt eigentlich gar nicht in diese Verlegenheit auf den Schauspieler und den Puppenspieler zu schauen. Aber das ist das Faszinierende dran, wenn man sofort bei der Puppe ist. Und weil sie so lebendig wird. Die Puppe hat keine Mimik, man kann nur Mund auf und zu, aber durch das Bewegen wird sie so lebendig und das ist so schön dran. Avenue Q ist ein Stück für Erwachsene. Und für Jugendliche ab 14. Und es ist sehr frech, es ist sehr frivol auch, es ist sehr ehrlich. Es polarisiert ein bisschen, aber es ist auch wahnsinnig berührend und sehr, sehr, sehr lustig. Ein Musical voller Herausforderungen für die Theatercrew. Denn auch das Coronavirus ist hier präsent und übernimmt immer wieder ungefragt eine kleine Rolle. Auf der Homepage unter www.theaterzumfürchten.at finden Sie die aktuellen Informationen zu den gültigen Spieltagen und Zeiten und den aktuellen Corona-Bestimmungen. Der Kraftstoff unserer Welt. 95 Millionen Barrel verbraucht der Mensch täglich. Das sind über 15 Milliarden Liter. Leicht wird das schwarze Gold allerdings zum Gift. Gelangt es ungehindert in die Umwelt, so wie hier bei der Ölkatastrophe 2010 im Golf von Mexiko, entstehen schwere Schäden an der Natur. Ein kleines Unternehmen aus Sachsen-Anhalt könnte nun Abhilfe schaffen. Eigentlich stellt die Firma Deurex Wachse für Farben und Lacke her. Neu im Sortiment eine geheimnisvolle Watte, die Öl aus dem Wasser saugt. Wie gut das funktioniert, demonstriert Chemiker Ernst Krendlinger. Wir müssen nur für ein bisschen Bewegung sorgen, damit die Watte das Öl auch überall binden kann. Und dann kann man in einem Griff
das Öl wieder herausholen. Und man hat wieder ein sauberes Wasser. Aus verpestetem Wasser wird so wieder Trinkwasser. Aber woher nimmt die Watte ihre erstaunlichen Fähigkeiten? Wie bei vielen Erfindungen beginnt auch die Geschichte dieser Entdeckung mit einem Zufall. Im Frühjahr 2010 macht ein Mitarbeiter einen Fehler. Er stellt eine Maschine falsch ein, weil er die Werte für Druck und Temperatur verwechselt. Die Produktion läuft über Nacht weiter. Am nächsten Morgen bietet sich Chef Günther Hufschmied einen Anblick, als hätte der Blitz eingeschlagen. Das war ein reines Chaos. Das Produkt sah seltsam aus, unglaublich voluminös. Und der erste Gedanke war, ist die Maschine kaputt, funktioniert die Sprühanlage noch? Das ist eigentlich so die erste Reaktion gewesen. 10 Tonnen unnützer Watte. Was damit anfangen? Wegwerfen will Hufschmied vorerst nichts. Im Nachhinein ein Glücksfall. Etwa zur selben Zeit gehen die Bilder der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko um die Welt, bei der 11 Menschen sterben. Man diskutiert, wie das Meer von dem Öl gereinigt werden kann. Das bringt Günther Hufschmied auf eine Idee. 4 Wochen später habe ich mit meinen Kindern ferngesehen. Und in dieser Zeit war die Katastrophe, die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Und die ganze Welt hat sich eigentlich Gedanken gemacht, wie kann man dieses Öl aus diesem Meer gewinnen oder das Meer retten. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann Herrn Dr. Grendlinger angerufen und gesagt, probier doch einfach mal aus, ob diese Watte Öl aufsaugt. Der Gedanke liegt nicht ganz fern. Schließlich ähnelt die fluffige Watte einem Schwamm. Und tatsächlich zeigen sich im Labor erstaunliche Eigenschaften. Wie Öl ist die Substanz hydrophob und schwimmt auf der Wasseroberfläche. Messungen der Saugkraft ergeben, dass schon 1 Kilogramm genügt, um 6 Liter Öl aufzusaugen. Ein Drittel mehr als die meisten anderen Ölbindemittel schaffen. Danach bilden sich Klumpen, die recht einfach wieder aus dem Wasser gefischt werden können. Auch das ein Vorteil. Viele andere Bindemittel gibt es nur in Form von Pulvern. Entscheidend für die Funktion der Watte ist ihre Struktur. Pure hat eine extrem große Oberfläche. Das heißt, es ist unglaublich verzweigt. Das sind lauter Fäden im Nanobereich. Und durch diese Fäden entsteht eine Kapillarwirkung und das Öl, das hochviskose Öl, wird aufgesaugt. Die Fäden zweigen sich fort bis in den Nanobereich. So entsteht eine riesige Oberfläche, an die sich die Ölmoleküle anlagern. Dass sie haften bleiben, liegt an einer physikalischen Kraft, der sogenannten Adsorption. Die funktioniert so, wie wenn Wasser zwischen 2 Glasplatten gerät. Sie bleiben aneinander kleben. Das Wasser und das Glas verbinden sich dabei nicht. Im Unterschied zu einem chemischen Kleber bleiben deshalb auch keine Rückstände, wenn man die Platten wieder auseinanderreißt. Hufschmied beantragt ein Patent für die Erfindung. Die weiße Wunderwatte bekommt den Namen Pure. Schnell finden sich erste Abnehmer. Derzeit ist unser größter Erfolg die Anwendung in Windrädern. Die Turbinen von Windrädern verlieren ständig Öl. Eine Rinne, in der sich die Watte befindet, fängt das Öl auf, lässt dabei aber Regenwasser durch. So muss der Ring nicht nach jedem Regenschauer abgepumpt werden. Und auch ins Ausland hat es die Watte bereits geschafft. Mit der Hilfsorganisation One Earth, One Ocean liefert Deurex den Stoff nach Afrika zur Reinigung verpesteter Bäche und Seen. Geht es nach Hufschmied, könnten bald weltweit Produktionshallen entstehen. Möglich wäre sogar die Herstellung direkt auf dem Schiff. Wir haben eine ganz simple Idee. Diese Anlagen für Pure, die kann man dezentral an jeder Ecke aufstellen, in jedem Land, aber auch auf jedes Schiff. Und so eine Vision, eine Pure-Herstellanlage auf ein Schiff zu stellen, dieses Pure auf dem Schiff gleich in die verschmutzten Meeren zu verteilen, das wären so Ziele und Träume. Ölkatastrophen verhindern kann Pure zwar nicht, aber es könnte in Zukunft die zerstörerischen Folgen von Ölseuchen wirksam begrenzen. We'll be right back.
schwedische Metropole mit interessanten Gegensätzen. Tradition und Innovation, Wasser und Land, Altbauten und moderne Architektur. Hier lebt und arbeitet der junge Industriedesigner Mehrdad Majoubi. Schon als Student wird ihm klar, er will nicht nur auf schickes Äußeres schauen, sondern hinter die Fassaden blicken. Wie werden wir unsere Ressourcen in Zukunft verwenden? Wasser ist eine unserer wichtigsten und deshalb müssen wir uns darauf konzentrieren. Unsichtbar und unbemerkt durchzieht unsere Häuser ein dichtes Netz an Wasserrohren, Versorgungsadern einer Stadt. Durch sie laufen jede Sekunde Unmengen an gereinigtem Wasser. Der Haushaltsverbrauch von Frischwasser liegt in Westeuropa bei rund 200 Litern pro Person am Tag. Für Dinge wie Spülen, Kochen, Reinigen. In einer Stadt wie Malmö mit rund 300.000 Einwohnern sind das am Tag 60 Millionen Liter. Einer der größten Wasserfresser, das Duschen. Gerade mal 10% des Wassers werden durch Seife und Schmutz verunreinigt. Der Großteil von 90% läuft, erwärmt und nahezu sauber, als vermeintliches Abwasser in die Kanalisation. Manche Menschen wollen Wasser sparen. Doch wer erfindet dafür gleich eine ganze Dusche? Er tat es. Eine herkömmliche Dusche verbraucht mehr als 100 Liter Wasser in 10 Minuten. Und dann braucht man auch noch 5 Kilowattstunden Energie, um das Wasser auf Körpertemperatur zu erwärmen. Unsere Dusche braucht weniger als 5 Liter Wasser und weniger als 1 Kilowattstunde Energie, weil wir das Wasser wiederverwerten. Wassersparen steht zwar an erster Stelle, aber das Duscherlebnis darf dafür nicht auf der Strecke bleiben, findet der Designer. Wir wollen nicht nur ein Produkt herstellen, das sparsam ist, sondern es soll auch mehr Komfort und Duschspaß bieten. Hier sieht man, dass wir einen besonders großen Duschkopf verwenden, durch den viel Wasser fließt, damit das Duscherlebnis besonders gut ist. Das Interessante ist doch, dass man trotz der großen Wassermenge Wasser spart. Der Trick? Ein in sich geschlossener Wasserkreislauf. Das Innere ist ein ausgeklügeltes Recycling-System. Eine Kläranlage im Kleinen. Das Wasser fließt aus dem Leitungsrohr in den Duschkopf. Am Abfluss überprüft ein Sensor 20 Mal pro Sekunde, ob die Qualität des Wassers zum Reinigen ausreicht. Wenn ja, beginnt seine Recyclingreise. Ein Mikrofilter siebt gröbere Partikel wie Hautschuppen oder Haare heraus. Ein weiterer Filter entfernt Verunreinigungen im Nanobereich. UV-Licht tötet schädliche Keime ab. Danach wird das Wasser durch eine Heizung gepumpt. Sie erwärmt das nur um wenige Grad abgekühlte Wasser auf angenehme Duschtemperatur. In Echtzeit gereinigt ist das Wasser nun sogar reiner als das aus der Leitung und steht erneut zum Duschen bereit. Wieder und wieder. Die Technologie des Erfinders ist ein völlig neuer Ansatz. Es ist das derzeit effizienteste Duschsystem zum Wasser- und Energiesparen weltweit. Nur kontaminiertes Wasser wird sofort ausgetauscht. Das Restliche wird recycelt. Damit es hygienisch bleibt, werden die Filter nach etwa 200 Duschen gewechselt. Die Filter lassen sich sehr einfach austauschen und halten etwa 20.000 Liter. Das bedeutet für einen Familienhaushalt etwa 3-mal austauschen im Jahr. Majoubis Duschsystem ist bereits in mehreren Hotels eingebaut, aber auch in Krankenhäusern und Fitnesscentern. Überall dort, wo viel geduscht wird und die Hygiene besonders wichtig ist. Einer unserer ersten Kunden war ein Krankenhaus. Eines Tages hatten sie einen Ausbruch von Legionellen, bei dem alle Wasserleitungen mit diesen Bakterien verseucht waren. Nur bei den Duschen, die wir geliefert hatten, war das nicht der Fall, durch den geschlossenen Reinigungsprozess unseres Systems. Majoubis Dusche der Zukunft ist auch smart.
Verbrauch- und Servicedaten wie Filterwechsel werden digital erfasst und der Nutzer kann sie einfach einsehen. Eine App im Handy zeigt zum Beispiel sogar an, wie viel Wasser eingespart wurde. Die Inspiration zu seiner Erfindung fand er als Student, während er sich mit der Wasserversorgung in der Raumfahrt und dem Leben auf dem Mars beschäftigte. Wie generiert man sauberes Wasser, ohne literweise davon mitnehmen zu müssen? Ich war an einem Projekt der Universität in Lund mit der NASA beteiligt. Wir haben überlegt, ob wir den gleichen Lebensstil von der Erde auch auf den Mars bringen könnten. Da wurde mir klar, dass wir unsere Ressourcen so clever wie möglich verwenden müssen. Und das machen wir hier. Der Name seiner Firma, Orbital Systems, erinnert daran. Aber Majubis Entwicklungen sind für die Menschen auf der Erde gedacht. Seine Erfindungen sind Gegenstand mehrerer Patente, die sich auf verschiedene Elemente des Systems beziehen. Über 50 Mitarbeiter arbeiten inzwischen an der Weiterentwicklung und dem Vertrieb, damit das Duschsystem immer kostengünstiger wird und weltweit eingesetzt werden kann. Da Duschen ein Drittel des Wasserverbrauches in einem Haushalt ausmacht, hat diese Technik bereits dort große Wirkung. Und die wird umso größer, je mehr Märkte wir erreichen. Aufgrund des rasanten Städtewachstums weltweit wird Wasserknappheit ein immer größeres Problem werden. Und das für alle Bevölkerungsschichten. Gerade deshalb ist Mehrdad Majubis Dusche eine Erfindung für die Zukunft. Wenn wir sicherstellen möchten, dass die Gesundheitsversorgung in Europa jetzt und zukünftig funktioniert, brauchen wir mehr und bessere Kenntnisse. Wir benötigen Daten zum und Einsichten in den Gesundheitszustand der EU-Bürger, die Organisation der Gesundheitsversorgung und die Kosten unseres Gesundheitssystems. Die Europäische Kommission hat gemeinsam mit der OECD und dem European Observatory on Health Systems and Policies jedes einzelne EU-Land analysiert. Die Berichte machen deutlich, dass unsere Gesundheitsversorgung wirksamer, zugänglicher und belastbarer werden muss. Zum Beispiel, 80% der Gesundheitsausgaben betreffen die Behandlung chronischer Krankheiten, nur ein Bruchteil betrifft die Vorsorge. Eine Verlagerung hin zur Vorsorge beseitigt nicht nur Ungleichheiten bei der Gesundheit, sondern sorgt auch für enorme wirtschaftliche Rendite. Mehr als einem von 4 Patienten steht heutzutage kein Hausarzt oder ein lokales Gesundheitszentrum zur Verfügung und müssen deshalb eine Notfallaufnahme aufsuchen. Ist eine Erstversorgung verfügbar und bezahlbar, können unnötige Klinikaufenthalte vermieden werden. Patienten suchen viel zu oft nach bestmöglicher Behandlung inmitten eines Labyrinthes unübersichtlicher Angebote. Ganzheitliche Versorgung, bei der alle Anbieter eng zusammenarbeiten, bietet dem Patienten bessere Ergebnisse. Der State of Health in the EU verknüpft Stärken und Herausforderungen verschiedener EU-Länder zu gemeinsamen und EU-weiten gesundheitlichen Prioritäten. Die Berichte helfen den Entscheidungsträgern, genau und effizient zu arbeiten, damit wir alle gesund in die Zukunft blicken können. State of Health in the EU. Lesen Sie und profitieren Sie vom Ergebnis.